Hallöchen, hier ist wieder euer Rocco und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir sind hier wieder in Springfield gelandet. Teil 2 unserer Eisbahn. Ja, das schöne Stück haben wir am Teil 1 ja komplett einmal gebaut, aber noch nicht eingerichtet. Das kommt alles in Teil 2. Naja gut, es ist ja schon eingerichtet. Aber wir gucken uns heute alles an und ich zeige dir alles, was ich halt noch draußen noch etwas leicht verändert habe. In der Videobeschreibung kommst du zu Teil 1, falls du das Ganze dir noch nicht angesehen haben solltest. So, ich würde sagen, wir legen los. Mit der Vorderfront fangen wir noch nicht so ganz an. Wir fangen erstmal so ein bisschen an den Seiten an. Ich glaube, dir fällt gleich auf. Ich habe das Mauerwerk von unserer Eisbahn noch so ein bisschen ein bisschen älter gemacht. Und zwar hier fehlt überall ein bisschen Putz. Sieht man den Ziegelstein, der natürlich dann darunter sich verbirgt. Denn auch in der Spiele-App-Version, ich blende das irgendwo nochmal ein, siehst du, dass das Gebäude ja so draußen so ein bisschen älter ist, dass der Putz schon ein bisschen abfällt. Auch in der Serie, also in der Folge der Simpsons, ist das Gebäude auch so ein bisschen schon vom Putz verfallen. Also überall sieht man so schon ein bisschen den Backstein. Ja, ansonsten habe ich noch mir gesagt, jetzt hier habe ich ja die Seite komplett einmal auf der Straßenseite gemacht und da habe ich mir gedacht, könnte man ja, sag ich mal, ein paar Kisten oder so Mülltonnen sich ein bisschen platzieren, da kann man ja Truhen nehmen oder Kessel, darauf machst du ein paar Eisenfalltüren und damit kannst du dir so ein bisschen so Mülleimer oder sonstige Sachen halt darstellen, damit das Ganze halt nicht so glatt ist, wenn es jetzt schon an der Straße ist, sondern einfach dann, ja, irgendwas da sich verbirgt. So wie hinten ja, sag ich mal, auch unser Tor ist, ne, wo man dann natürlich reinkommt. Na, viel sieht man noch nicht. Ja, hier nochmal eine Mülltonne und hinten habe ich mir einfach mal gedacht, das Gebäude schließt da nicht genau an das andere an. Und das wäre ja doof, wenn man hier einfach so eine Gasse macht. Habe ich mir gedacht, mache ich hier so einen kleinen Zaun hin, aus welchem Material man das mal baut, ist ja egal. Und dahinter habe ich dann einfach so ein bisschen Gebüsch hin gemacht, um, ja, das Leere halt so ein bisschen zu vertuschen. So, hinten natürlich auch ein bisschen Backstein noch hingemacht, ne, damit das Ganze auch nicht da so glatt aussieht. Ansonsten habe ich hier nichts mehr gemacht. Okay, wir können auch mal auf der anderen Seite mal kurz gucken, ob da noch was ist. Ansonsten eigentlich nicht. Also wie gesagt, hier lasse ich noch alles glatt. Ich weiß nicht, was jetzt hier noch hinkommt. Vorschläge sind ja immer schön gern gesehen. Und ja, müssen wir mal gucken. Aber ansonsten geht es ja eh erstmal wieder am Pier weiter. Mal gucken, was da hinkommt. Ja, so, ansonsten war es das Ganze von außen. Jetzt gehen wir jetzt hier auf der Vorderfront. Kommen wir erstmal, würde ich mal sagen, noch nicht zum Kartenschalter, wo dieser Villager schon übelst abgeht, dass wir da reingehen. Erstmal zu den Seiten. Da hatten wir jeweils zwei Fenster gehabt und da habe ich lange gegrübelt, was ich da reinmache. Ich wollte erst Toiletten machen, aber dann dachte ich mir, eine Toilette mit offenes Fenster nach vorne, das wäre ja auch ein bisschen doof. Und da habe ich das dann schnell wieder vergraben. Oder auch ein Souvenirshop habe ich erstmal weggelassen, weil es von Einrichten von innen drin so ein bisschen, ja, schwer ging. Und von daher habe ich das Ganze erstmal gelassen. Auf der einen Seite habe ich einfach mal für Minecraft-Verhältnisse einfach mal irgendwie so ein fetziges Feature reingepackt. Und zwar, wir sind ja hier bei einer Eisbahn, dachte ich mir einfach mal, Mensch, man könnte dann einfach so ein paar Schneegolems ausstellen. Hier auf der Seite, ich habe jetzt erst nur zwei reingemacht, man könnte natürlich auch mehr reinhauen, aber es soll ja auch nicht zu eng sein. Ja, einfach mal zwei Schneegolems. Und auf der anderen Seite habe ich mir einfach mal gedacht, ich weiß ja meistens von Sporthallen oder sonstige, Hallen oder sowas, gibt ja auch meistens einen Auszeichnungsraum, wo manche Mannschaften schon was gewonnen haben oder so. Da dachte ich mir einfach mal, ich mache hier einfach von den zwei Teams, die hier spielen, sind beispielsweise jetzt mal Eishockey, habe ich denen so Spitzhacken gegeben, das sollen ja denn diese, ich weiß jetzt nicht, diese Schläger sein, diese Eishockeyschläger. Hier noch so weiter an einem Puck. Ne? Und dann hier das rote Team, das blaue Team spielt hier. Auszeichnung, bla bla bla. Kann man sich ja hier irgendwie hinmachen. Vielleicht noch Schilder hin und dann auch was in Verschreien, aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, wir gucken uns das gleich auch nochmal von innen an. Aber erstmal müssen wir rein und kriegen jetzt einen. Ja, müssen hier auf den Knopf drücken, um unser Ticket zu bekommen. Und zack, habe ich ein Ticket bekommen. So ein Stück Papier. Wie das Ganze funktioniert, habe ich einfach hier unten mal einen Command-Block benutzt. Hier auf der neuen Version haben wir ja Command-Blöcke. Früher hätte man das noch mit einem Spender oder so machen müssen, aber da hätte man nach einer Zeit das Ganze ja wieder auffüllen müssen. Und hier haben wir Command-Blöcke und können das Ganze halt unendlich halt benutzen. Geht halt nie leer. Innen drin habe ich diesen Befehl eingegeben, um Papier zu bekommen. Du kannst dir alles geben lassen. Du siehst ja, da steht Papier. Und das Papier musst du nur einfach austauschen durch das, was du haben willst. Und dann, ja, kriegst du das halt. Wenn da halt die Anzahl, bei mir ist es jetzt 1, reicht ja auch eigentlich ein Ticket. Und ja. Ja, dann habe ich hier einfach noch einen Villager reingemacht. Der dreht sich hier. Eigentlich stand der mal immer so, dass er sich anguckt, aber irgendwie dreht er da, vielleicht ist er verpackt. Naja, habe ich einfach mal hingemacht, damit da überhaupt einer drin ist. So, jetzt gehen wir mal einfach mal rein. Wir haben ja ein Ticket. Zack, und dann sind wir drin. So.
Ja, das ist die Halle an sich. In Minecraft ist es ja immer ein bisschen schwer, alles zu beleuchten. Und ich wollte jetzt nicht überall auch Lichtquellen hinsetzen. Von da habe ich unten das, oben erstmal noch so ein bisschen duster gelassen. Ich sage mal, in Minecraft ist es halt ein bisschen schwer, alles auszuleuchten. Ich bin schon froh, dass hier unten alles beleuchtet ist. Da musste ich mich auch ein bisschen streiten, wie ich das Ganze mache. Wie gesagt, ist halt eine Eisbahn. Also innen drin ist ja das natürlich hier unsere Eisfläche. Eigentlich ist es ja meistens hier drin, dass da nichts drauf ist. Ich habe jetzt hier einfach mal gemacht, dass hier so ein Eishockeyspiel anfängt oder war schon. Und das ist hier einfach noch übrig geblieben. Ich habe jetzt hier auch nirgendwo Rüstungsständer hingestellt als Spielfigur oder so, weil ich wollte das irgendwie nicht so haben. Ich wollte das haben, dass das hier halt leer ist, sonst hätte ich hier auch auf die Tribünen überall was hinsetzen müssen. Naja, jedenfalls haben wir auf der einen Seite Tribünen. Man sieht das Ganze hier schön ein bisschen aufgeteilt, ne? Hier die Treppe nach oben, wie man sich dann da hinsetzen kann. Hier auf der anderen Seite habe ich auch noch so ein kleines Stück. Denn hier noch so ein bisschen mit eingebaut ist hier natürlich das Tor, ne, wie es nach außen geht. Ich habe auch die Wände ein bisschen dicker gemacht. Ich sage mal, ich habe jetzt hier auch so ein bisschen Tapeten oder so mit reingebaut. Damit das Tor dann natürlich hier auf der Seite auch nochmal neu gebaut, so quasi. So, dann habe ich mir noch gedacht, Tribünen mache ich nicht komplett einmal bis zur anderen Seite. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Hotdog-Stand hingebaut. Kennt man ja vielleicht, ne? Ist ja meistens auch immer so bei, ja, hier bei so Sportsachen, dass irgendwo so ein paar Fressbuden sind. Und hier habe ich auch mal so einen Hotdog-Stand hingemacht, denn irgendwo wollte ich was hinhaben. Und ich fand das doch eigentlich eine fetzige Sache. Und ich hoffe, man erkennt das da oben. Ja, können wir mal auch hier kurz reingehen, mal kurz hier gucken. Hier natürlich noch so ein Trinkbecher, wer weiß, was da drin ist. Ja, ein Grill, ne, für die Hotdogs. Hier noch das Brot, der Toaster, ne, darf man nicht vergessen. Hier irgendwie eine Kiste, wo was drin sein könnte, aber ist nicht. Und ja, cool finde ich aber meine Idee mit den Lichtquellen, weil ich habe echt lange gegrübelt, wie ich das Ganze hier drin beleuchte. Ob ich hier einfach irgendwie in der Decke was verbaue oder so. Nee, dachte ich mir noch nicht. Und dann habe ich hier bei den Trägern, die habe ich nochmal verkleidet mit Ziegeltreppen und Stufen, so wie wir das draußen gemacht haben, habe ich hier innen drin auch nochmal gemacht, weil ich fand das doch irgendwie optisch schöner. Und dann habe ich mir einfach so ein bisschen länger gegrübelt, wie ich hier Lichtquellen mache. Und dann habe ich mir einfach gedacht, mache ich so Seelaternen, denn da Eisen, Falltüren hin und immer an den Seelaternen habe ich einen Hebel gemacht, den natürlich angeschaltet, sodass die Eisenfalltüren immer nach oben gehen und dadurch habe ich dann an den Seiten schön Lichtquellen gehabt. Ja, so, dann sind wir hier schon so gut wie durch. Gucken wir mal, was hier hinten noch ist. Ja, hier hinten habe ich mir einfach mal gedacht, ich wollte natürlich die Eisbahn nicht bis an die Wand reinbauen, dass man hier natürlich noch an der Seite gehen kann. Habe ich mir einfach mal gedacht, da sind dann vielleicht Kisten, um hier das ganze Zeug wieder einzuräumen oder sonstige oder auch so Eisenschränke, um hier die Sachen halt zu verwahren, wenn sie jetzt irgendwelche Spiele aufbauen, so wie Eishockey oder wenn sie irgendwelche Shows dir machen, dass sie dann auch hier was aufbauen können oder abbauen können und das Ganze auch irgendwo verstauen können. So, dann hier noch ein paar extra Sitzplätze für die Coach oder was weiß ich. Denn hier auf der Seite sind denn, sag ich mal jetzt, habe ich mich sehr ans Eishockeyspiel gerichtet. Hier natürlich diese Bänke, wo das Team immer ist von beiden Seiten. Kommt man immer leicht hin, ja. Hier so an den Seiten, zack. Kannst dich hier so hinsetzen. Habe das Ganze so versucht mit Glasscheiben und Treppen, wie das Ganze hier so ein bisschen anzupassen, dass man sich hier doch ein bisschen hinsetzen kann, wenn man möchte. Und dann kann man hier einfach mal auf die Eisfläche gehen. Ja, bei der Eisfläche habe ich mir auch viele Gedanken gemacht. Ich hatte erst mit Wolle gearbeitet, dann mit Beton, um halt mir die ganzen Markierungen zu machen. Und dann, ich wollte es eigentlich nicht, aber ich musste es halt machen, damit das Ganze hier auch leuchtet und auch nicht alles düster ist. Und zwar habe ich unter den Markierungen, also ihr seht ja, ich habe mit Glas gearbeitet, darunter Seelaternen genommen, weil durch Seelaternen schmilzt halt Packeis nicht. Und von daher kann man die einfach nehmen und dann, ja, ist alles schön hell beleuchtet. Hierzu muss ich, glaube ich, nichts sagen. Das sind natürlich die Tore vom Eishockey. Denn natürlich hier an den Seiten sind überall Gemälde. Das soll ein bisschen Werbung sein. Ich sage mal, das finanziert sich ja hier nicht einfach so. Also müssen wir auch ein bisschen Werbung machen, um hier auch das Spiel zu finanzieren. Ja, so, und das ist an sich ja die Eisfläche. Ich habe das Ganze auch etwas tiefer gesetzt. Ich weiß nicht genau, ich war noch nie in so einer Eisbahnhalle irgendwie drin. Und ich habe jetzt nur Bilder gesehen und sowas. Und irgendwie habe ich so, so geahnt, sage ich mal, dass das Ganze doch ein bisschen tiefer ist. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Da weiß ich jetzt halt nicht, war ja noch nie in so einer Halle drin. Naja, weiß ich nicht. Aber ich finde das doch irgendwie fett. Ich hatte das erst auf der gleichen Höhe gebaut und dann habe ich es auch etwas tiefer gesetzt. Naja, so, aber jedenfalls, das ist meine Bahn. Ich bin eigentlich relativ zufrieden damit, wie das Ganze hier geworden ist. Ja, kann ich eigentlich nicht meckern. Ich bin besonders froh, dass hier alles wenigstens hell ist. Natürlich jetzt hier oben die Decke nicht, aber da bin ich nicht so, ist ja Minecraft. Aber wenigstens unten muss alles hell sein. Ja, also ansonsten gibt es hier noch eine Tür. Was da drin ist, ist natürlich hier unser Trophäenraum. Habe ich mir gedacht, hier vielleicht noch so einen kleinen Schrank oder so, wo, sag ich mal,
Pokale oder sonstige Sachen halt ja auch bewahrt werden können. Natürlich habe ich jetzt hier einfach mal Rüstungsständer hingemacht. Kann man natürlich, in Minecraft gibt es keine Pokale. Von daher, ja, habe ich einfach Rüstungsständer hingemacht. So, natürlich hier mit einer Eisentür, ne, damit hier auch kein Unbefugter einfach reinkommt. Natürlich müsste man den Hebel wegmachen, aber ich lasse ihn jetzt einfach mal dran. Und ja, das ist an sich unsere, ja, Eisbahn. Super. So, ich bin gespannt, was wir als nächstes bauen. Wir sind damit fertig. Wie gesagt, der Pier kommt als nächstes. Vorschläge immer gern gesehen. Wir gucken mal, was wir in der nächsten Folge bauen. Und dann war es das Ganze hier. Wenn Fragen sind, ihr wisst ja, wohin damit. Und dann, ja, stelle ich mich einfach mal auf den Baum rauf. Auf den Baum. Und so. Ja, wenn ich safety stehe, dann war es das Ganze hier von meiner Seite. Wir sehen uns in einer anderen Folge wieder. Also haut's rein und tschüss.